Ja, gut, ihr lieben Makerlein. Da ist auch schon das Projekt, was ich hatte, mit dem ich die ganze Zeit Makorama auch so ein bisschen finanziert hatte, die ganze Zeit und so ein bisschen Starthilfe gegeben habe. Ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen jetzt. Noch nicht ganz zu Ende, aber wird bald zu Ende gehen. Daher berechtigterweise die Frage, wie wird es denn jetzt mit Makorama weitergehen? Und ich kann euch beruhigen. Es wird weitergehen. Es wird im positiven Sinne ein bisschen anders weitergehen als gedacht. Das bedeutet, ich mache mehr Videos jetzt erstmal, sobald das Ganze jetzt wirklich abgeschlossen ist. An manchen Stellen werde ich vielleicht ein bisschen kürzer treten. Müssen wir mal gucken, je nachdem, wie schnell ich ein Folgeprojekt finde. Für alle, die es nicht wissen, ich bin freiberuflich unterwegs in der Softwareentwicklung und habe jetzt 2 Jahre lang in einem Projekt gearbeitet, was mir geholfen hat, auch wirklich Makorama aufzubauen. Und Makorama ist mittlerweile Gott sei Dank so aufgestellt, dass es sich zum Teil selbst finanziert, also dass die Gefahr halt entsprechend, dass das Ganze untergeht, nicht mehr ganz so groß ist. Von daher bin ich da relativ entspannt. Ich habe auch ein finanzielles Polster, was ja sinnvoll ist. Und von daher erstmal positiv in die Zukunft blicken, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen unschön war. Wie gesagt, es wird ein paar mehr Videos über 3D-Drucken geben. Wir werden auch gleich mal noch kurz rübergehen. Ihr seht hier hinten, da stehen Boxen auf der Werkbank. Da habe ich jetzt Material bekommen nochmal für den Shop, für die nächste Box. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und ich werde versuchen, jetzt so täglich so kurze Videos zu machen, so ein paar kurze Videos zu machen. Und ja. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne für ein Material demnächst in der Box sehen wollt, wenn ihr Box-Abonnent seid oder was für Materialien euch gefallen würden und wo ihr sagt, okay, da würde ich dann auch mal eine Box einmalig bestellen oder vielleicht abonnieren. Wer noch nicht weiß, was die Box ist, ist so ein monatliches Überraschungspaket quasi, was wir rausschicken, wo wir komplette Spulen von Herstellern bekommen. Noch natürlich andere Farben mit dazu kaufen vom gleichen Material und die in einen Online-Shop stellen und dann halt die Materialien, die wir für die Box bestellt haben, hier abspulen, zu 50 Gramm beispielen und diese Filamentproben dann quasi eintüten, in eine Box packen, ein kleines Goodie dabei, im Beispielprojekt auf dem Flyer mit dabei, damit ihr wisst, was ihr mit dem Material auch drucken könnt und dann das Ganze jeden Monat an die Kunden rausgeschickt. Machen wir jetzt nicht wirklich großartigen Gewinn mit. Im Gegenteil, teilweise geht das 0 auf 0 auf, weil wir halt auch dann mal gerne Materialien reinpacken, die dann nicht ganz so billig sind und wo sich das Ganze nicht wirklich für uns rechnet. Und schon gar nicht erst mit der Arbeitszeit einberechnet, aber es ist eine coole Idee und wir haben jetzt schon, ich glaube, über 100 Kunden damit glücklich machen können, über 100 verschiedene Kunden. Allein nur hier in Deutschland und ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, auch mit diesem Projektbeispiel und mit den Goodies dabei und ja, genau. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte unseren Kanal. Wie gesagt, das wird uns helfen, uns zu unterstützen. Es gibt noch einen anderen Kanal, der nennt sich Maggie Sunshine. Das ist quasi mein privater Kanal, mein Vlog-Kanal, wo ich jetzt auch mal so ein bisschen unabhängig vom 3D-Druck ein paar Sachen posten werde. Da habe ich jetzt gestern Abend zum Beispiel mal einen Livestream in Fortnite gemacht, einfach mal, um mich ein bisschen abzuregen, weil ich gestern Abend natürlich emotional ein bisschen aufgewühlt war. Und heute Abend gibt es eine Session über Minecraft. Also wenn euch Minecraft interessiert, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr solche Sachen auch mit. Ist, glaube ich, mal eine ganz coole Geschichte. Vor allen Dingen, weil es ja nicht immer nur um 3D-Druck geht, weil nicht jeder was mit 3D-Druck anfangen kann. Und ich auch da ein paar Sachen zur Kamera und sowas vorstellen wollte, habe ich das mal entsprechend gestartet, diesen Kanal, um mal zu gucken, dass ich da noch ein bisschen was auf die Beine gestellt bekomme. Genau. So. Kurze Vorab-Information. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, weil ihr die Box abonniert habt und nicht gerne wissen wollt, was drin ist, es ist nicht das Special-Filament, das ist schon alles drüben abgepackt. Das ist jetzt das letzte Material, worauf wir gewartet haben, um das abzupacken für diesen Monat. Es ist ein normales Filament, in Anführungszeichen. Also es ist kein Metall oder Holz oder Flex oder sowas in Richtung. Es ist trotzdem ein gutes Filament.
Guckt mal kurz weg, dauert gerade 5 Minuten und dann bin ich wieder bei euch und dann habt ihr auch wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Es geht gleich noch hinten am Druckerloch weiter. Da möchte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Auch positiv, bin ich sehr positiv überrascht. Aber jetzt erstmal hier zum Filament. Und zwar haben wir diesmal ABS bestellt. Jede Menge ABS in verschiedensten Farben. Also wir haben hier grau, dunkelgrau, grau, orange, blau. Hier sogar, das finde ich mega geil, glow in the dark. ABS, glow in the dark. Ich bin mal gespannt, wie stark das im Dunkeln leuchtet. Also ich werde jetzt mal nachher auf die Fensterbank stellen, so die Packung, und gucken, wie das Fenster entsprechend nachher leuchtet, wenn es ein bisschen dunkler ist. Dann haben wir hier hellblau. Da sind noch andere Farben drin. Ich stell die mal alle so dahin. Verpackungsmaterial kommt noch mal rüber ins Lager, denn wir verwenden unser Verpackungsmaterial hier bei Make-O-Rama. So, ich halte es mal in die Kamera, damit ihr das seht. Ja, das ist hellblau. Das ist dunkelgrau. Wir verwenden hier bei Make-O-Rama unser Verpackungsmaterial, was wir so bekommen. Also sowas hier, das wird nicht schlecht. Das packen wir immer in eine Box halt drüben bei uns rein ins Lager und dann wird das immer bei jeder Bestellung halt entsprechend dann direkt mitverwertet. Das ist grau, ABS, nochmal grau und ich glaube, das ist auch an sich eine ganz coole Sache, weil wir dann dadurch auch ein bisschen die Umwelt schonen, dass wir halt nicht immer jetzt halt eine komplette Papierrolle, die wir drüben stehen haben, so schnell aufbrauchen, sondern weil wir erstmal das Material benutzen, was uns mit dem Material zugesendet wird. Genau. Da haben wir einmal Glow in the Dark. Ja, alles 1,75er, weil ich weiß, ihr mögt kein 2,85er oder es gibt selten Leute, die 2,85er Material haben. Auch nochmal Glow in the Dark. Dann haben wir hier Blau, ein schönes Königsblau. Ja. Vielleicht mal hier zwischendrin, wo das Blaue steht. Genau. Einmal Orange. Ja, auch sehr schön. Auch sehr schön. Nochmal Orange. Und dann mal die Kiste hier weg. Hier haben wir Bronze. Jetzt mag er irgendwie nicht mehr. Da ist die Kamera. Einmal Bronze. Also ich muss sagen, von den Farben her, normalerweise kriegt man ABS so von den meisten Herstellern in den Standardfarben, also blau, grün, gelb, rot, orange, vielleicht noch weiß, weiß und schwarz natürlich noch und Natur. Aber jetzt hier mal zum Beispiel so ein Glow in the Dark und so ein Kupfer, in ABS erlebt man das auch nicht so oft. Fand ich cool, habe ich auch direkt mitbestellt, weil ich das eine ganz coole Idee finde, wenn man mal jetzt was drucken will, was ein bisschen stabiler sein muss. Ein bisschen widerstandsfähiger sein muss, das aber noch eine coole Farbe hat, ist das, glaube ich, auch eine ganz coole Idee. So, dann haben wir hier gelb. Ja, stelle ich mal hier vorne dran. Nochmal gelb. Schwarz. Schwarz wie meine Seele. Magenta, hellgrün, nochmal hellgrün, nochmal schwarz, genau. So, und dann last but not least, das Material habe ich jetzt 4-mal bestellt, das sind also 4-mal 750 Gramm. Das kommt in die Box rein, meine Lieblingsfarbe natürlich rot, mal wieder endlich. Wie gesagt, 4-mal bestellt, damit wir erstens für euch, wenn ihr die Box abonniert habt und sagt, ja, ihr wollt mehr davon haben, noch ein bisschen was auf Lager haben. Und zum anderen natürlich entsprechend, dass wir was für in die Box haben. Oh, ich glaube, ich habe hier gerade ein bisschen was rumgetreten. Nee, doch nicht. Okay, alles gut. Genau. Fliege ich in den Store ein. Sobald das Video online geht, sollte es im Store zu sehen sein. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dürft ihr natürlich gerne fleißig bestellen. Würde mich freuen. Würde uns auch sehr unterstützen dann in der Hinsicht.
Übrigens, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, ihr könnt das auch in dem Wege machen, dass ihr T-Shirts von uns bestellt. Auf unserer Webseite makorama.de findet ihr dazu auch einen Link. Da ist unten drunter Clothing for Makers, nur für echte Maker, so eine Rubrik drin. Da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr zu diesem Spreadshirt-Shop von uns, der momentan noch über Spreadshirt vertrieben wird. Da wird sich auch bald einiges ändern, denn ich habe jetzt gleich noch einen Termin. Und auf dem Termin wird erstmal so grob über ein Konzept für ein neues T-Shirt gesprochen, wo ich ehrlich gesagt total gespannt drauf bin und mich total drauf freue, weil das wird mit Sicherheit ein cooles T-Shirt und das wird mal was Einzigartiges. Also es wird jetzt nicht so was man einfach nur Logo drauf oder sowas in Richtung, sondern es wird was richtig cooles vom Motiv her und auch wird es eine Special Edition geben. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Seid gespannt, bleibt gespannt. Es wird auf makorama.de im Store richtig kommen. Das heißt, wir werden es hier auf Lager legen und dann an euch verkaufen. Bleibt gespannt, es wird ein cooles Motiv werden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal darüber zum Brucer. Da habe ich nämlich gerade aktuell, ich nehme euch mal da so mit, da habe ich nämlich aktuell ein Projekt, der eine oder andere weiß es vielleicht schon, und zwar die FDL-3. Das ist eine Nerf Gun, eine vollautomatische Nerf Gun, zumindest mal die Version, die ich jetzt hier drucke. Da seht ihr, ich habe hier schon in Schwarz mit Formfuturateiten X und hier in Neongelb mit KVP-PETG gedruckt. Das heißt, es wird normalerweise, es ist ein bisschen overpowered. Normalerweise druckt man das mit PLA, diesen Nerf Gun, das reicht vollkommen aus. Ich habe jetzt hier gesagt, okay, ich druck's mit Titan X, also in ABS und PETG. Das ist halt insofern overpowered, weil das Material halt Temperaturbereiche aushält, die normalerweise die Nerf Gun nicht erreicht. Aber es war es mir wegen den Farben wert. Und die andere Farbe, die dritte Farbe, die wir hier haben, ist diese hier. Man sieht es jetzt hier schlechter. Ich gehe mal da runter. Da sieht man es ein bisschen besser. Ne? Das ist nämlich so ein Raspberry-Rot. Also so ein Himbeerrot, Metallic, auch von KVP. Finde ich, sieht echt killer aus im Real. Ich muss mal gucken, ob ich das übers Color Grading nochmal hinbekomme. Sieht echt mega gut aus. Und wie man sieht, der Brucer druckt auch mittlerweile, seit ich das Bett eingestellt habe im letzten Video und die anderen Reparaturen durchgeführt hat, druckt der echt wieder erstklassig. Das Enclosure wird demnächst auch nochmal ein Upgrade erhalten. Da habe ich jetzt irgendwo hier da hinten die Kisten für die Version 2 des Enclosures. Da wird also nochmal einiges kommen. Da wird nochmal einiges passieren. Da wird dann wirklich die Version 2 auf von boosterprinters.org oder wo es war, entsprechend dann, na, ich stelle euch mal gerade nochmal sicher dahin, damit ihr mir nicht rumfallt. Ne? So. So, jetzt steht hier nochmal. Ja, dieser Gorilla-Pod ist schon eine wackelige Geschichte manchmal. Genau. Da wird also nochmal ein Aufbau von der FDL-3 kommen. Das ist, wie gesagt, eine vollautomatische Nerf Gun. Das Enclosure wird nochmal kommen, die Version 2. Es wird nochmal der CR-10 kommen, beziehungsweise der Umbau, der Custom-Umbau, den ich jetzt da gerade mache. Das wird allerdings noch eine Weile dauern und dann wird es natürlich noch den Voron geben oder die Voron. Also es gibt einmal ein Original, Version 2.2 und dann einmal, wo ich die Ender 4 hier umbaue gerade, wo ich die Teile gerade drucke mit Titan X. Deswegen auch die Teile für die Nerf Gun in Titan X, weil ich die Rolle gerade auf dem Drucker drauf hatte. Und es ist halt so ein schönes Matt-Schwarz, das passt einfach gut. Genau. Das sind so die Projekte, die jetzt in naher Zukunft kommen werden. Zwischen den Videos versuche ich immer wieder solche Videos wie jetzt gerade rauszuhauen, einfach, dass ihr immer so ein bisschen Content habt, dass ihr halt seht, was denn jetzt hier gerade passiert. So ein bisschen alltägliches Geplänkel halt einfach und dann immer wieder so alle zwei Wochen ungefähr oder jede Woche mal gucken, wie schnell ich es hinbekomme, halt einen schönen Knaller. Stimmt, wir haben noch die Bauteile von Edelkrone. Diese ganzen Kamera-Equipment-Geschichten, die ich ja bestellt hatte, wo man sich die
zusätzlich zu den Metallteilen halt die Teile noch in 3D drucken soll. Da werde ich die Woche auch noch mal ein bisschen Druck anschmeißen und dann nächste Woche ein Video drüber machen. Es gibt noch Videos von der Formnext, die ich noch zu schneiden habe. Ich weiß, das ist schon spät, die ist jetzt schon lange vorbei, schon 2, 3 Monate. Aber ich habe immer noch ein paar coole Videos darüber, die ich euch gerne mitteilen möchte. Und also Content haben wir genug und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr uns da ein bisschen weiter unterstützt oder auch wenn ihr mich unterstützt dabei und dass wir halt das, was bis jetzt aufgebaut worden ist vom Makorama, noch weiter voranpushen und euch quasi eine schöne Plattform bieten, mit der ihr was anfangen könnt und wo ihr euer Hobby richtig gut ausleben könnt. In diesem Sinne, ich gehe jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Denn das Projekt ist ja wie gesagt noch nicht ganz vorbei. Ich habe auch gleich noch einen Termin. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise wenn ihr den anderen Kanal abonniert habt, heute Abend wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Happy Printing!